Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Berliner Förderprogramm für Elektromobilität. Schlechte Noten für Polizeiakademie und das Wetter wird von Tag zu Tag schöner. Sonne und blauer Himmel setzen sich zunehmend durch und auch die Temperaturen steigen kontinuierlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 25. Juni 2018. Mit einer eigenen Kauf- und Abwrackprämie will Berlin die Elektromobilität in der Hauptstadt fördern. Vorgesehen sind dabei Prämien von bis zu 4.000 Euro für Elektroautos und bis zu 8.000 Euro für leichte Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp von Bündnis 90 Die Grünen stellte das Projekt Wirtschaftsnahe E-Mobilität am Montag beim sogenannten Mobilitätsgipfel vor. Es richtet sich an Gewerbetreibende, Selbstständige und gemeinnützige Betriebe. Das Programm hat ein Volumen von 6 Millionen Euro und ist bislang bundesweit einmalig. Kleinere und mittlere Unternehmen sowie selbstständige und gemeinnützige Betriebe sollten so motiviert werden, auf elektrische Fahrzeuge umzusteigen. Bereits vom 1. Juli an kann die Förderung beantragt werden. Die Prämien sollen zusätzlich zum Umweltbonus von Bund und Industrie gewährt werden. Das neue Förderprogramm soll ein wichtiger Beitrag zu Klimaschutz und Luftverbesserung sein. Hintergrund ist die schlechte Luft in Berlin, die an einigen Stellen stärker als erlaubt mit gesundheitsschädlichem Stickoxid belastet ist. Damit drohen in der Hauptstadt ebenso wie anderen deutschen Städten Fahrverbote für ältere Diesel. Im Berliner Prozess um die Attacke auf einen kippertragenden Israeli wird voraussichtlich am Donnerstag das Urteil gesprochen. In dem Prozess am Amtsgericht Tiergarten werden einem 19-jährigen Syrer gefährliche Körperverletzung mit einem Gürtel und Beleidigung vorgeworfen. Der Angeklagte soll den Israeli und dessen Freund, einen Deutsch-Marokkaner, antisemitisch beschimpft haben, als sie am 17. April im Stadtteil Prenzlauer Berg mit Kippa unterwegs waren. Der Fall hatte eine Welle der Empörung, aber auch der Solidarität mit dem Angegriffenen ausgelöst. Am Montag ging zunächst die Anhörung von Zeugen weiter. Laut dem jüdischen Forum, das den Prozess begleitet, kam es während des Prozesses zu einem weiteren Eklat. Der Cousin des Angeklagten sagte, es gebe gewisse Personen, die so einen Vorfall im Fernsehen austragen wollen, um weitere Sympathien für sich zu gewinnen. Auch er war wohl an dem Übergriff auf den jungen Israeli beteiligt. Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte Schläge mit einem Hosengürtel auf den Israeli gestanden, antisemitische Motive aber bestritten. Er habe sich im Recht gefühlt, weil er zuerst beschimpft und beleidigt worden sei, so der 19-Jährige. Zudem habe er Drogen genommen. In der Diskussion um die Berliner Polizeischule hat der Sonderermittler des Senats harte und kritische Worte für die dortigen Zustände gewählt. Josef Strobel bemängelte am Montag im Innenausschuss deutlich zu wenig Lehrer, massiven Unterrichtsausfall und schlechte Unterbringung. Der frühere leitende Polizist in Bayern stellte den Abgeordneten dort seinen Untersuchungsbericht vor. Die Ausbildungsstätte war im Herbst 2017 wegen Respekt- und Disziplinlosigkeit sowie mangelnder Deutschkenntnisse von Polizeianwärtern in die Schlagzeilen geraten. Strobel betonte, mindestens 30 Lehrer würden an der Polizeischule fehlen. Rechne man dauerkranke Lehrer ein, fehlten eigentlich 50. Die Unterbringung mancher Polizeischüler sei deutlich unter dem Niveau anderer Bundesländer. 37% des Deutschunterrichts falle aus. Das sei höchst problematisch, sagte Strobel, weil die Deutschkenntnisse generell bei den jungen Polizisten mäßig seien. Hier müsse sofort etwas getan werden. Die Berliner Morgenpost hatte zuvor über Details aus dem Untersuchungsbericht berichtet. Demnach hätten fast 2/3 der Polizeischüler im Diktat die Note 6 erhalten. Und wir kommen zum Sport. Für die einen soll es der Befreiungsschlag auf dem Weg zur Titelverteidigung sein, für die anderen war es ein Pflichtsieg in Richtung Achtelfinale. So oder so, gefeiert wurde auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor in jeder Hinsicht, als Toni Kroos in der 95. Spielminute den Siegtreffer gegen Schweden erzielte. Nach einem zunächst guten Beginn der DFB-Elf folgte dann aber erst einmal Ernüchterung. Nach dem 0:1 Führungstreffer der Schweden in der 32. Spielminute durch Ola Toivonen.
Kurz nach dem Seitenwechsel flammte dann Jubel auf der Fanmeile auf, als Marco Reus den Ausgleich erzielen konnte. Danach hieß es zittern, denn zunächst wollte das runde Leder einfach nicht den Weg ins schwedische Tor finden. Und dann musste auch noch Jerome Boateng das Spielfeld verlassen. Letztlich sicherte dann aber Toni Kroos mit seinem Freistoßtreffer in der 95. Minute den ersten Erfolg des Weltmeisters in diesem Turnier. Mit einem Sieg gegen Südkorea am Mittwoch und einem Sieg der Mexikaner gegen Schweden oder einem Unentschieden in diesem Spiel stünden die Akteure von Bundestrainer Löw sicher im Achtelfinale. Die Füchse Berlin wurden nochmals auf dem Transfermarkt aktiv und leihen für eine Saison Valjalous vom FC Barcelona aus. Der 27-jährige Tunesier spielt seit 4 Jahren in Spanien und war davor 1 Jahr in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel aktiv. Nach dem Medizincheck am vergangenen Dienstag wurden inzwischen die vertraglichen Modalitäten mit dem FC Barcelona geklärt und die Spielberechtigung beantragt. Notwendig wurde die Verpflichtung unter anderem auch durch die langfristige Verletzung von Stipe Mandalinic. Die Untersuchungen nach Saisonende ergaben beim Kroaten einen Kreuzbandriss, sodass er bis Anfang 2019 ausfallen wird. Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe in einer tollen Stadt, so Jalous am Rande seines Berlin-Besuchs. Die Füchse sind eine starke Marke im internationalen Handball und ich habe schon viel Positives vom Verein gehört. Einfach ist anders, wird sich wohl auch Handball-Bundestrainer Christian Prokop bei der Auslosung der Vorrundengruppen für die Weltmeisterschaft 2019 gedacht haben. Denn sein Team trifft auf durchaus anspruchsvolle Gegner. Bei der Auslosung in Kopenhagen wurden dem DAB-Team der aktuelle Weltmeister Frankreich, Serbien, Russland sowie Brasilien und Korea zugelost. Der Europameister von 2016 bestreitet alle seine Vorrundenspiele in der Mercedes-Benz-Arena. Die Weltmeisterschaft findet in Deutschland und Dänemark statt. Geplant ist, dass die Auswahl des Deutschen Handballbundes das WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar gegen Korea bestreitet. Das ist eine starke Gruppe, in der Frankreich ein besonders schwerer Gegner sein wird. Wir werden auf hohem Niveau spielen müssen, um die nächste Runde zu erreichen, sagte Bundestrainer Christian Prokop im Anschluss an die Auslosung. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es in weiten Teilen aufgelockert, erst in den Morgenstunden zieht es sich wieder zu. Die Tiefstwerte liegen um die 12 Grad. Am Dienstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei ist es in der Tendenz tagsüber eher sonnig und morgens und abends zugezogen. Es bleibt trocken bei Tageshöchstwerten um die 24 Grad. Und der Ausblick, die kommenden Tage versprechen wieder freundlicher zu werden. Am Mittwoch und am Donnerstag ist es nur leicht bewölkt und am Freitag erleben wir den Hauptstadthimmel sogar wolkenlos. Das Quecksilber schafft dabei Höchstwerte zwischen 24 und 26 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.